Willkommen zu einer weiteren Folge von Der Meister spricht. Der Meister spricht heute über das Mikado. Nicht über das Mikado oder Auto, sondern über das Do hier. Taekwondo kommt ja aus dem Englischen und heißt übersetzt, nimm einen von hier. Take one Do. Das glaubt der Anfänger. In Wirklichkeit kommt Taekwondo aus dem Koreanischen und besteht aus drei Zeichen. Tae, springen und mit dem Fuß zerschlagen. Kwon, die Faust. Und Do, der Weg. Welcher Weg ist jetzt damit gemeint? Der Koreaner meint den Lebensweg mit dem Begriff Do. Wie man sein Leben verbringt, an welchen Werten man sich ausrichtet. Und bei jemand, der Taekwondo richtig betreibt, sind das dann eben die Werte des Taekwondo. Ein alter koreanischer Meister hat einmal gesagt, Taekwondo ohne Philosophie ist nur Straßenkampf. Heute könnte man sagen, Taekwondo ohne Philosophie ist nur Akrobatik. Was ist also die Philosophie des Taekwondo? Was ist der Weg des Taekwondo? Früher hat man das in 5 Begriffen zusammengefasst. Höflichkeit, Integrität, Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin und Unbezwinglichkeit. Der Begriff Höflichkeit erklärt sich von selbst. Mit Integrität meint man, man soll Recht und Unrecht unterscheiden können, ein Gewissen haben. Durchhaltevermögen bezeichnet die Geduld, die man im Training braucht und überhaupt im Leben. Selbstdisziplin bedeutet Kontrolle über sich selbst haben. Und Unbezwinglichkeit meint eigentlich zu seinen Ansichten stehen, wenn diese begründet sind. Wie fördert nun gerade Taekwondo diese Eigenschaften? Antwort: durch das Training, wenn man es richtig macht. Die Etikette im Training, also etwa das Verbeugen, weist zum Beispiel auf Höflichkeit hin. Integrität, also die Fähigkeit, Recht und Unrecht zu unterscheiden, sollte man eigentlich ohnehin haben. Wer aber schon an einem Wettkampf teilgenommen hat und verloren hat, der tut sich oft damit ziemlich schwer. Allzu leicht ist es, die Schuld dem bösen Kampfrichter zuzuschieben, statt sich selber zu fragen, was schiefgelaufen ist. Ein guter Trainer oder Coach kann da Wunder wirken, ist aber leider selten. Durchhaltevermögen oder Ausdauer braucht man nicht nur in jeder Trainingsstunde, wenn man eigentlich schon müde ist und aufhören will, sondern auch zwischen den einzelnen Prüfungen, wo manche die angegebene Trainingszeit zwischen den Prüfungen gerne abkürzen würden. Selbstdisziplin ist unabdingbar, wenn es um Partnerübungen oder den Wettkampf geht. Nach Regeln zu kämpfen und den Gegner oder Partner nicht absichtlich zu verletzen, ist eine Grundvoraussetzung beim Training. Unbezwinglichkeit ist schließlich ein großes Wort, meint aber einfach, nach Rückschlägen, die jeder erlebt, nicht aufzugeben und weiter zu trainieren. Das ist aber nicht nur auf das Training bezogen, sondern auf das ganze Leben. Richtig gemacht kann man alle diese Eigenschaften im Taekwondo-Training üben. Das unterscheidet uns von einfachen Sportarten, wo es nur um den körperlichen Aspekt geht. Ich möchte noch einen anderen Begriff hinzufügen, nämlich Loyalität. Das ist etwas, was heute leider relativ selten geworden ist. Loyalität bedeutet, auch unter schwierigen Umständen zu jemandem zu stehen. Es ist leicht, bei Schönwetter loyal zu sein. Wenn die Umstände aber schwierig werden, dann scheidet sich die Spreu vom Weizen. Bei uns im Westen wurde Loyalität großteils durch Geschäftsbeziehungen ersetzt. Ich bezahle dir etwas und bekomme dafür etwas von dir. Darüber hinaus bin ich dir nicht schuldig. Loyal handelt jemand, der nicht schaut, ob diese Rechnung für ihn günstig ausgeht, sondern aus freien Stücken den anderen unterstützt, obwohl es ihn selbst etwas kostet. Das ist keine Spende, wo ich den Empfänger meist gar nicht kenne, sondern für Loyalität braucht es eine persönliche Beziehung. Und diese persönlichen Beziehungen zwischen Schüler und Meister, aber auch zwischen den Schülern untereinander, bilden auch das soziale Gerüst im Taekwondo. Im richtigen Taekwondo-Training geht es also hauptsächlich um die Kultivierung ethischer und moralischer Werte und um die Formung des eigenen Charakters. Und ja, schlagen und treten lernt man auch.
Weil es dabei auch auf Äußerlichkeiten ankommt, tragen wir beim Training einen Dobok und kein Ruderleiberl mit kurzer Hose, auch wenn es heiß ist. Wir legen vor dem Training alle Ringe, Halsketten und die Uhr ab. Auch deshalb, weil diese Dinge den Partner oder einen selbst verletzen könnten. Aber hauptsächlich, um den Alltag abzulegen und uns auf das Wesentliche, das Training, konzentrieren zu können. Der Alltag mit all seinen Problemen und Pflichten bleibt draußen. In der Trainingsstunde konzentrieren wir uns nur auf Taekwondo. So versteht der Meister Taekwondo und er ist Gott sei Dank damit nicht allein. Auch wenn die Gruppen von Ruderleiberl-Trainierern und Exklusivwettkämpfern anscheinend größer werden, die betreiben halt nur Taekwondo und kein Taekwondo. Danke fürs Zusehen in dieser Folge von Der Meister spricht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Trainiert fleißig.